Willkommen zu den Weber Wohnzimmertänzen Rock'n'Roll Teil 2. Wir werden uns einmal eine kleine fortgeschrittenere Kombination anschauen. Für alle, die den Rock'n'Roll noch nicht kennen, schaut in der Videobeschreibung einmal nach. Dort ist auch der erste Teil Rock'n'Roll Grundbasiskenntnisse verlinkt. Wir werden aber mit Musik zeigen, was denn jetzt so auf euch zukommt im zweiten Teil. Wir wollen auch mal ins Detail reingehen und genau schauen, was wir denn da so gerade eben gemacht haben. Wir haben einmal angefangen mit dem Swing-In, den wir schon im ersten Teil kennengelernt haben. Wir haben also die Dame einmal an unsere Seite geholt. Jetzt haben wir uns entschieden, das Ganze entspannt zu gestalten, dass wir erst einmal in dieser Position auch bleiben. Das heißt, du kannst an dieser Position Grundschritt, Kick, Rück, Platz. Und danach haben wir das Ganze mit einem Damen-Solo beendet. Fürs Damen-Solo dürfen die Herren aber die linke Hand heben und über die Kick die Dame einmal wieder in die Gegenüberstellung rausdrehen. Also, Rück, Platz. Ich hole sie einmal mit dem Swing-In an die Seite. Hier bleiben wir einmal ganz kurz zum Entspannen. Und danach Hand hoch und die Dame darf einmal wieder rausdrehen. Wir schauen uns auch mal kurz aus dieser Perspektive an. Wir haben Rück, Platz, Kick an die Seite, Rück, Platz. Hier bleiben wir erst einmal ganz entspannt. Die Hand geht hoch und die Dame dreht einmal wieder raus. Wichtig dabei für die Herren, guckt, dass ihr dorthin kickt, wo die Dame nicht steht. Das heißt, am einfachsten ist es einfach hier an einer ihrer Seite vorbeizukicken. Also ich muss nicht unbedingt nach rechts kicken, sondern kann auch leicht nach links kicken beim Damen so raus. Als nächstes haben wir uns dann einmal den Schulterfass angeschaut. Dafür habe ich am Ende des Damen-Solos einfach die Hand gewechselt und zur rechten gewechselt. Vom Weg her hole ich die Dame einmal ran, mache die Tür auf, habe sie hier an meiner Seite. Sie darf aber die Hand auf seine Schulter geben und anschließend darf sie Unterarm wieder zurückdrehen, also wie mit dem Damen so. Mit Schritten wählen das einmal. Rück, Platz, ranholen, Tür auf. Auch hier können wir erstmal entspannt am Platz bleiben und dann die Dame einmal wieder zurückdrehen und dann auch wieder über den nächsten Grundschritt die Hände wieder zurückwechseln. Auch aus dieser Perspektive, wir haben Rück, Platz, ranholen, auf, Rück, Platz. Wir bleiben erstmal ganz entspannt hier. Und dann wird die Dame wieder zurückgeführt und ich kann die Hände wieder ganz entspannt zurückwechseln. Jetzt nehmen wir nochmal eine Runde entspannte Musik dazu, sodass ihr auch zu Hause das Ganze mit Musik üben könnt. Wir fangen mit einem entspannten Grundschritt an und danach legen wir mit dem Swing-In los. 5, 6, jetzt komm, rück, Platz, Kick, Kick. Einmal das Swing-In. Das an die Seite holen, die bleiben wir auch erstmal. Und dann um da so rausschicken. Gerne das Ganze auch nochmal machen. Grundschritt, Swingen, wir bleiben. Und dann die Damen so raus. Und einmal anwechseln und dann in den Schulterfass reingehen. Auch hier wieder entspannte Version, wir bleiben. Und sie gehen zurück. Dann kann zurückgewechselt werden. Wer es fortschauen möchte, kann das Ganze natürlich auch direkt tanzen. Dame geht raus. Genauso wie auch der Schulterfasser. Und die Rede wieder zurück. Und das Ganze ist geschafft. Wir wünschen euch viel Spaß beim Üben zu Hause und freut euch auf den nächsten Teil von Rock'n'Roll.